Ahoi, liebe Campingfreunde, Reisefreunde und was auch immer auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Er lässt sich schmecken. Mhm. Wasser ist getankt. Sprit ist getankt. Wir waren einkaufen. Und Wetter ist auch cool. Ja. Und deshalb, die Bämmen sind auch frisch von der heißen Theke geholt. Genau, mal eine Zwischenmahlzeit zum Mittag, damit wir gestärkt da ankommen. Ne? Es ist zum Abend dann, ne? Mittag ist dann ja nicht mehr. Nee, jetzt ist zum Mittag. Ja, dann weil zum jetzt essen wir es ja. Ach, das ist ein Brunch. Gut, auf jeden Fall, wir wollen zum Edersee, zum ersten Mal für uns beide. Wir haben nichts reserviert, nichts vorgeplant. Es ist einfach, wir fahren drauf los. Morgen ist geiles Wetter. Wir haben Bock auf eine Paddeltour. Ja, wir schauen mal, wie es aussieht, ne? Und wann geht's so richtig los bei diesem Video? Nach dem Intro. In Wirklichkeit, wenn du abgebissen hast, also fertig gegessen hast. Ne? Mahlzeit, genau. The smoke stopped hurting my lungs, and the drink stopped burning my tongue. It's true, I guess I'm numb now that I'm a stranger to you. Running from my demons, I still miss you, but you'll never see that. So salty, I can't lie, I got my reasons. 'Cause you stopped trying, but I'm still fighting. It's messed up. You moved on, but I'm hurt stuck. Now you're gone, I get drunk, I'm so defeated. Hanni, komm. Der Plan ist aufgegangen, würde ich sagen, ne? Wir sind hier auf dem Wohnmobilpark in der Nähe von Scheid, direkt am Edersee. Genau, da unten sozusagen, das ist so ein terrassenförmiger Platz. Wir sind ganz oben. Für bis 6,50 Meter Fahrzeuge ist das hier oben zugelassen. Darüber hinaus sollte man nicht hier hochfahren, darf man nicht hier hochfahren, wie auch immer. Genau, was haben wir jetzt bezahlt? Keine Ahnung. 42 Euro für zwei Nächte. Da ist die Kurtaxe von 4 Euro oder glaube von 4 Euro. 4 Euro meinte ich auch. Hm. Ja, Stellplatz und kostet ja 36 Euro, also 36? Ja. Nee, 38 Euro. 19 Euro pro Abend. Wir haben zwei Übernachtungen dadurch. Genau. Und das freuen wir uns drauf, denn wir haben morgen vor, hier am Edersee eine Paddeltour zu machen. Mal sehen, ob das klappt, genau. Wetter soll ja eigentlich passen. Wäre cool. Einstieg ist auch da unten am See. Also das müsste eigentlich funktionieren. Ja, und da sind wir gespannt. Was wir leider nicht sehen, ist der Sperrberg, weil das ist dahinter. Da hinten ist die Sperrmauer. Ja, ich sehe gerade da oben. Einmal um die Ecke, ne? Da oben ist auch so ein Weg, ne? Ja, so ein Baumwipfelfahrt. Wir werden ein paar Fotos machen, euch zeigen. Aber es ist 18 Uhr. Und 18 Uhr heißt dann für uns meistens was? Essen. Essenszeit. Und was gibt's? Würstchen. Stimmt gar nicht. Mett. Du hast Mett. Ich hab Würstchen. Das Würstchen, das Mett. Lecker. So, unsere Wurstzeit ist mal wieder vorbei. Ja, und meine Mett-Zeit. Mhm. Ja, alles erledigt. Ja, aber brauche ich die Sonnenbrille eigentlich hier nicht mehr. Im Moment nicht, vielleicht brauchen wir so unten nochmal am See, denn da sind wir gerade hin unterwegs. Ja, wir machen gerade unsere Platzrunde, weil wir suchen auch die Entsorgungsstation. Das kann ja sein, dass vielleicht da vorne ist. Bei Grauwasser wäre wichtig. Wir wissen, ja, zum Wegfahren wollen wir es ja nicht mitschleppen. Also wir wissen, wo wir Toilette entsorgen können. Das ist alles das da, war da oben. Duschen. Also wir haben uns jetzt keine Karte geholt. Wie gesagt, es kostet ja 19 Euro. Man kann ja auch noch so eine Karte zum Aufladen, damit man die Duschen nutzen kann und die WCs. Aber jedes Mal, wenn du da reingehst, kostet das halt einen Euro. Und ja, da sind wir geizig. Naja, wir haben ja auch alles. Alles, was funktioniert. Also wenn es jetzt nicht funktionieren würde, wäre es ja was anderes. Aber es funktioniert ja alles. Also warum soll ich es nicht benutzen? So, und da ist die Grauwasserstation. Die Grauwasser. Boah, das riecht aber sehr gut da oben. Ja, also das Restaurant scheint wirklich anständig zu sein.
Also wir haben gerade nette Leute kennengelernt, die auch gestern noch in UK waren. Genau. Heute aus Rotterdam zurückgekommen sind. Die waren nämlich auch in Schottland. So, das wollte ich sagen. So klein ist halt die Welt. Und ja, man kann das eigentlich gut verbinden. Erst Schottland, dann hier am Edersee macht man auf jeden Fall nichts. Ach, guck mal, hier sind, was sind das? Schafe? Ziehen? Ja. Schafe, ne? Ja, schaut euch das mal an. Hier direkt am Rand grasen die Schafe. Genau. Und was ich cool finde, es ist mal ein mittiger Auslass, was ja sonst eher selten ist. Das kann man auf jeden Fall gut drüber fahren und dann dementsprechend sein Grauwasser loswerden. Und seine Toilette geht da auch. Das ist nämlich der Kasten, das ist für die Toilette. Also von daher alles gesorgt. Aber nur für Gäste, die hier auch wirklich sind. Sonst kostet das Strafe. So. Strafe kostet das? Kostet Strafe. So, ich dachte, dass man das hier einfach bezahlen muss, hier irgendwie seinen Parkplatz oder so. Ja, okay, im Endeffekt ja, aber anders kommst du ja gar nicht rauf und rein. Ich wollte gerade sagen, ab dem Moment, hier steht es an der Schranke, hier ist übrigens die Schranke, da steht das dran, ab dem Moment, wo man das befährt, beginnt die gebührenpflichtige Parkzeit. So, jetzt haben wir genug gelabert, wir gucken jetzt, ob wir einen Einstieg finden hier, genau gegenüber ist ein Campingplatz, wo es mit Bäckerbrötchen alles was es gibt, brauchen wir natürlich nicht, weil wir haben Toast. Jetzt suchen wir mal und wenn wir euch noch mehr zeigen können, dann tun wir das. I'm so defeated, 'cause when your heart breaks, it never breaks even. It's so unfair, and you don't care, I do. I'm not done loving you, it's so unfair. You shed no tears, now I'm crying. Break even. That's why it's so hard to let you go. But you don't even think about me. So tell me. Guten Morgen. Guten Morgen vom Edersee. Wunderbar geschlafen. Wunderbares Wetter. Ja, es war die Nacht war ruhig, ne? Richtig ruhig ja. Und richtig cool. Ihr seht es gerade, wir haben es jetzt gerade nur 10 Uhr, wollen gleich erst nochmal ein Video nochmal drehen. Hier ist nämlich unser Kajak. Genau, das wollen wir euch vorstellen in einem gesonderten Video und dann geht es da runter. Auf. Wir waren eben gerade unten bei diesem Campingplatz. Das sind zwei verschiedene, der Stellplatz und der Campingplatz gehören nicht zusammen. Genau. Man kann aber dort Brötchen bestellen. Ja, und wir haben gefragt, ob wir mit unserem Kajak da anlanden dürfen sozusagen, also reingehen dürfen und dann natürlich wieder raus, logischerweise gar kein Problem. Nur rechts und links nicht. Wir sollen dort, wo der Eingang ist, direkt gerade runter. Alles gut, gar kein Problem, kriegen wir hin. Weil sonst hätten wir die Herausforderung, wir müssten halt dort ungefähr 700 Meter, dort ungefähr 1,1 Kilometer Richtung Scheid. Da gibt es ein Wiesen, wo man auch reinsetzen kann. Wäre vielleicht auch gegangen, wir hätten ja die Rollers gehabt. Und das ist ja in einem Rucksackformat ideal. Aber die Dame war ein bisschen überrascht, dass wir überhaupt gefragt haben. Ich glaube, die meisten fragen hier nicht. Aber wir sind da höflich, also fragen wir nach, ob wir das dürfen. Weil steht ein Schild dort, dass Besucher sich anmelden müssen. Ja, und nichts anderes sind wir. Und es kostet auch nichts, dass man da einmal über den Platz gehen darf. Ist ja auch ein Wunder, ne? Ja, also, ja. Aber eigentlich so sollte es sein. Und deshalb gibt es für den Campingplatz, obwohl wir nicht drauf waren, einen Daumen hoch. Und wie gesagt, ist ein kleiner Kiosk mit dabei. So, gefrühstückt haben wir auch alles. Und jetzt wollen wir das Video drehen, damit wir ganz, ganz schnell die Paddeltour machen können. Like a train, you'll hear me coming. From 100 miles away. I don't ever remember running as fast as when I'm after you to stay. When I tell you that I promise, that's exactly what I mean. It's you, yeah, it's always been you. That you're the only one for me, and darling, you'll prove that we're always gonna.
wanna be with me, and I only wanna be with you. Oh, yeah, only wanna be with you. Like a storm cloud in the distance, you can feel me. Wir sind dann ein paar Kilometer, also Stefan ist ein paar Kilometer gedings irgendwie. Ein bisschen bin ich schon weg, ja. Ja. Sitzen gerade noch auf hier. Jo. So. Aber es ist schon echt schön hier. Absolutes Sommerfeeling. Und ja. Wir haben ein bisschen das Österreich-Feeling. Haben schon gedacht, wieso fahren Stefans Eltern eigentlich zum Ossiacher See? Kann man doch hier am Edersee genauso haben. Definitiv, das würde ich auch sagen. Also ich würde das hier unterstreichen, das ist komplett Österreich, definitiv. Also es ist so cool hier. Also wir haben alles richtig gemacht. Also dieses Wochenende ist für uns komplett Urlaubsfeeling. Anders ja. Kann man das nicht sagen. Und das gar nicht so weit weg von der Haustür, ne? Also so die 200 Kilometer, das ging ja ganz gut. Das geht. So, wir zeigen mal kurz nach da hinten. Wenn man das sehen kann, das ist die Staumauer. Genau, da hinten ist das dann der Stausee. Die soll auch beleuchtet sein, hast du gesagt, ne? Genau, abends ist die beleuchtet, natürlich von der anderen Seite sieht man das dann richtig gut. Ja, das werden wir jetzt nicht erleben, weil wir sind ja in der Richtung irgendwo, da hinten. Ja, genau, um die Berge darum. Da sind wir schon eine ganze Ecke gepaddelt, ne? Genau, wir werden jetzt wahrscheinlich so zurückpaddeln. Ja. Vielleicht noch in den Arm da rein, wenn Stefan es schafft. Das ist aber seine Entscheidung. Ich werde ihn dazu nicht drängen. Ja, ich weiß zwar nicht in welchen Arm, aber... Na, da, wo wir gesagt haben, bei uns an dem Platz und dann rechts. Ach so, ja, da können wir noch mal rein. Dann werden wir gleich zur anderen Seite rüber paddeln und dann ja, einmal über den Edersee. Aber vorher noch was trinken, oder? Ja, das auf jeden Fall. Das machen wir jetzt. Yeah, only Da sind wir wieder. Da sind wir. Ich habe schon gleich mal was Schönes in der Hand. Einmal Prost, schönen Cider. Genau. Ich habe ein Vanilleeis mit Apfelmus. Und zum ersten Mal ja. Nutzen wir unsere Sonnenschutz von vorne. Ja, das ist super, weil durchgucken kannst du auch einigermaßen. Also das ist zumindest ausreichend mit der Durchsicht. Ja, ansonsten kannst du an der Seite schön durchgucken, weil da vorne haben wir die schöne Aussicht. Ja, was will man mehr, würde ich sagen. Ne? Genau, Paddeltour war wieder richtig cool. Hat mein Mann wieder gut gemacht. Ja, war schön auf jeden Fall. Haben aber auch ein bisschen was gemacht, das waren ein paar Kilometer, ja, würde ich sagen. Das müssen wir euch dann später zeigen. Ja, da hinten steht noch das Kajak. Das muss noch dauern. Ist natürlich blöd, wenn er schon ein paar Sachen gemacht hat, weil... Stimmt. Weil wir wollten das noch zeigen. Wir zeigen das ja noch im Video. Mhm. Ja, und jetzt entspannen wir erstmal. Es ist 12.41 Uhr. Ist noch schön viel Tag übrig. Auf jeden Fall. Lights shining from the window late at night. I'm just watching someone else's life go by. We
wishing it was mine. Dreams, everybody has them at the start. Somewhere along the way they fall apart, and it makes it kind of hard to look up at. Uhr 48. Bisschen früh vielleicht fürs Essen, aber wir haben Hunger. Wir haben richtig Knast. Okay, wir machen keine Brotzeit, ne? Mittags ja. Brotzeit, das fällt schon auf, wenn man das nicht macht. Im Moment ja. Ja, oh, ist halt so, ne? Aber ist auch nicht schlimm, weil wir haben Chips und Flips bei, das heißt, wir können heute Abend dann ja das noch wieder schnabulieren. Das machen wir ja normalerweise dann nicht. Und alles gut. So eine Wurst zum 4. Geht. Das geht doch schon, ne? Das geht, klar, muss und, gehen. Und wie immer, du mit deinem Cider. Ja, wollen wir anstoßen? Der oder geht was? Langsam zur Neige, also bald. Also wenn jemand nach Schottland fährt, ne, hier, den brauche ich, haufenweise von. Haufenweise. 16 Liter pro Person kannst du mitnehmen. Genau, also es wäre schön, wenn eine Person fährt. Die nehme ich. Ja, ist leider, wenn alle, dann alle, ne? Das ist halt schade. Weil hier, schwierig zu kriegen. Ja, gar nicht. Prost! Also, Prost auf euch! Mmh, lecker! Jetzt lassen wir es uns gut gehen, ne? Das machen wir. Guten Morgen vom Edersee. Wir haben es 9.48 Uhr und Zeit zu verabschieden. Von diesem Platz. Wir sind ja wieder auf dem Wohnmobilpark am Edersee. 100 Stellplätze haben sie und wie gesagt, kostet 19 Euro die Nacht plus 1 Euro pro Person Kurtaxe. Und jetzt das große Herausforderung, was wir hier sehen bei 100. Der Platz ist super gelegen, super parzelliert, aber 100 Wohnmobile und Fähr- und Entsorgung nur eine. Eine Toilettenentsorgung, eine Frischwasserentsorgung, das ist eine große Herausforderung, die man hat. Also um Restaurant, wie gesagt, waren wir jetzt nicht drin, aber ist immer gut besucht gewesen. Duschen haben wir jetzt euch auch nicht gezeigt, auch nicht die Toiletten, weil, wie gesagt, wir wollen dafür kein Geld ausgeben, wir sind autark, aber von außen aus sah es sehr sauber aus. Und wie gesagt, es gibt insgesamt 4 Stellen, ganz oben eine, dann nochmal und hier für die Spätankömmlinge, die oben halt keinen Platz mehr haben. Das ist relativ gut. Wie gesagt, Müll gibt es zweimal. Das, komischerweise, das haben sie zweimal. Aber naja. Achso, hier gibt es die Ederseealm. Jetzt kann ich noch mal gucken, was hier wird denn hier zu futtern. Also griechische Weine, interessant. Fischgerichte, Desserts, Hauptspeisen, Schnitzel. Schnitzel gibt es auf jeden Fall, damit wäre nichts schlimm. Ja, Haxe, also eigentlich die typischen Almgerichte, die es hier gibt. Wie gesagt, wir waren nicht da, also um Preise, naja, normal, würde ich sagen. So, wir wollen jetzt hier los, wir wollen über Land zurückfahren und was uns noch so erwartet, zeigen wir euch in diesem Video. Wenn wir ja schon mal am Edersee sind, dann haben wir was vor. Naja, muss man sich die Staumauer doch auch anschauen, ne?
Genau. Leider nicht im Dunkeln. Das müssen wir dann irgendwann nochmal haben. Aber das haben wir, glaube ich, für uns beide entschieden. Wir kommen hier nochmal her, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Das war schon schön. Also vielleicht ein bisschen länger oder so, weiß man nicht. Ja. Mal gucken. Wahrscheinlich werden wir uns den Twistesee uns mal anschauen, weil der ist ja auch ums Eck. Der soll auch sehr schön sein, auch eine Staumauer. Also es lohnt sich ja schon hier ein bisschen was anzuschauen. Und das tun wir auch. Ja, was wir jetzt hier auf der Ostseite bemängeln, ganz offiziell scheint es hier keine Wohnmobilplätze zu geben, also sondern nur als PKW ausgeschildert. Ist mir egal, ich parke da jetzt. Die müssen hier auch mal was machen für die Wohnmobile. Das ist, finde ich, immer scheiße. Sie brauchen einfach nur hinstellen und dann eine zeitliche Befristung, dass du halt übernachten verboten ist, vielleicht aus. Aber das war wenigstens, weil wir kommen doch mit den Wohnmobilen her. Also wollen wir uns das auch anschauen. Ja. Das ist schon doof. Vielleicht ist es auf der Westseite anders, dann werden wir euch das berichten. Und jetzt zeigen wir euch schöne Bilder von der Staumauer am Edersee. Da hat er jetzt aber überlegt. Ja, musst du kurz mal überlegen. Das sieht gut aus. Das zeigen wir euch jetzt. Everything is clear. When the lights go out, I could find the sea. When the lights go out, everything is clearer. When the lights go out, I could find the sea. What it's all about, standing in the mirror. When the lights go out, it's you. Try your best to hold on to the rope. We all have a reason to let go, and it's easier to do, but it's better if we don't. Beide sind wir gefahren, sind jetzt in Nordrhein-Westfalen gelandet. Ja, auf dem Weg aber nach Hause. Genau, weil wir nämlich nicht über die A7 zurückfahren wollten. Wir haben also gesagt, wir nehmen mal Landstraße, klar. Mhm. Es regnet draußen nur die ganze Zeit, das war angesagt. Wir wussten theoretisch nur, der Samstag wird schönes Wetter, aber das haben wir einfach ausgenutzt. Ist aber gemütlich, also das Fahren ist ganz entspannt, alles gut, ja, das passt. Ja, man merkt, viele sind nicht unterwegs, ne? Das ist halt ganz schön. Das Gewitter, was es gestern gegeben hat, hat natürlich ein bisschen Spuren natürlich hinterlassen, logischerweise. Ja. Überall liegen Äste und so weiter auf der Straße. Ja, und die Flüsse sind alle braun geworden, also. Ja, da kam ja auch gestern ordentlich was runter. Aber wir haben davon eigentlich so gut wie nichts mitbekommen, die ganzen alles Wetterleuchten, entspannt. Das könnte ich euch ein bisschen jetzt kurz einblenden, ich habe das dann noch bisschen was gefilmt, aber es ist wirklich nur ganz minimal. Ja. Wobei man gedacht hat, mein Gott, jetzt liege ich hier im Bett und anderen werde ich fotografiert. Wer macht denn sowas? Aber ja. Und dann noch so viel, ne? So viele Fotos. Also, ja, Stars and Sternchen. Ja, ja, genau. Gut, auf jeden Fall, es war richtig genial. Wir freuen uns darauf, nochmal an den Edersee zu kommen. Gegebenenfalls den Twistesee zu machen. Auf jeden Fall allgemein die Region, auch wie jetzt, wo wir hier lang gefahren sind, gibt es ja viele Stellplätze bei Park von Leid gesehen. Könnte für uns auch eine Region sein, wo wir einfach mal Bock haben, hinzufahren. Halt mal was anderes zu erleben. Ich glaube, das wird auch für uns Zeit. Wir haben viel Gleiches immer erlebt. Ja. Jetzt wird mal Zeit für was anderes. Nicht, dass wir nächste Woche wieder was Gleiches erleben. So ist es auch. Weil wir Eis brauchen. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt was gesehen, was euch erfreut hat. Uns hat es vielleicht erfreut. Was Unbekanntes, was euch gesagt hat. Mensch, da wollen wir auch mal hin. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Und solange bleibt ihr uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.